Hallo und willkommen bei der nächsten Denkreise. In der vorangegangenen Episode hatte ich Silvester II. Angesprochen und gemeint, dass die berühmte Mitternachtsmesse im Jahr 999 ein gutes Thema für ein eigenes Video wäre. Hier ist es also. Ich habe seit meiner Jugend diese Geschichte gekannt und wie viele andere habe ich sie für wahr gehalten, denn sie passte mein Leben lang sehr gut zu diesem Narrativ, das mein Gehirn zum Thema Religion und Mittelalter vom ersten Tag an entworfen hatte. Hier ist die Story. Am 31. Dezember des Jahres 999 hatten sich Teile des europäischen Christentums in großer Angst befunden, denn sie fürchteten, dass mit dem Jahr 1000 nun die Apokalypse bevorsteht und die in der Offenbarung des Johannes beschriebenen Passagen nun eintreffen würden. Doch dann trat Papst Silvester II. Bei der Mitternachtsmesse vor die Menschen, er, der Pontifex Maximus, der Brückenbauer zwischen Gott und Mensch, und wendete durch göttliche Gunst und Gebet das Schicksal der Menschen ab. Wir haben sozusagen ein weiteres Jahrtausend bekommen. Danke, Silvester, danke. Ich habe nie geglaubt, dass eine Apokalypse bevorgestanden hatte. Aber ich sah einen klaren Fall vor mir. Der Priesterstand, also die Intelligenzia einer Kultur, der die dummen Analphabeten manipuliert und sie noch mehr süchtig nach der Droge Religion macht. Opium fürs Volk und all das. Ein wenig wie Apokalypto, dieser Mel Gibson-Film, der Maya-Priester, der eben die Sonnenfinsternis vorausberechnen kann und diese dann als Machtbeweis benutzt gegenüber der Bevölkerung. Seht her, sogar die Sonne gehorcht mir und ist auf meiner Seite. Die Mitternachtsmesse von 999 wurde in jüngster Vergangenheit sehr häufig als eine Anekdote verwendet, um deutlich zu machen, wie unsinnig irgendwelche Untergangsfantasien sein können. Gerade 1999 wurde diese mittelalterliche Begebenheit doch häufig nacherzählt. Doch Lernen ist ein Beseitigen der Irrtümer und so habe ich auch gelernt, dass diese ganze Geschichte erfunden ist. Es kleben so viele Widersprüche dran, an die man zuerst gar nicht denkt und das macht es zu einer Lektion in kritischem Denken. Der Wiener Theologe und Kirchenhistoriker Thomas Prügel hatte sich dem Thema gewidmet, mit dem Ergebnis, dass einfach nichts dafür spricht, dass Silvester II. Am Neujahrstag 999 zu 1000 entweder die Besucher seiner Messe manipulierte oder gar selbst an einen Untergang geglaubt hatte. Es ist ein Hoax. Doch die gab es ja schon vor dem Internet. Und hier sind die Probleme mit dieser Geschichte. Zuerst das konkreteste Problem. Erwähnungen dieses angeblichen Ereignisses tauchen erst 500, 600 Jahre später auf. Es gibt keine Erwähnung aus der Zeit selbst. Was ungewöhnlich ist, denn Gerbert von Aurillac, alias Silvester II., war ein regelrechter Star in seiner Zeit und eine solche Messe hätte in die Chroniken der Abteien Einzug gefunden. Das andere Problem ist, dass damals nur ein kleiner Teil der Menschen in Westeuropa eine klare Ahnung davon hatte, welches Jahr man schrieb. Denn für ihr alltägliches Leben war dies ohne Bedeutung. Und die Gebildeten dieser Zeit mochten es zwar kurios oder interessant finden, dass bald eine runde Jahreszahl bevorstand, doch sie waren wiederum gebildet genug, um zu wissen, dass 1000 volle Jahre nach einem festgesetzten Jahr 0 erst am 1. Januar 1001 und nicht 1000 sind. Etwas, was unsere Breitenmasten des Jahres 1999 nicht wirklich gelungen ist, nicht wahr? Ich meine, wir haben alle im falschen Jahr gefeiert, ob wir es nun wollten oder nicht. Ein anderes Detail nur am Rande. Die bibelfesten Mönche des Mittelalters haben ausreichend verstanden, dass sich die apokalyptischen Millennia am Todesdatum Jesu orientierten, während der Kalender am vermeintlichen Geburtstag Jesu beginnt. Also wenn überhaupt das Biest 666 am Himmel erscheinen würde, dann wohl eher im Jahr 1032, 33, vielleicht 34. Das andere Problem ist, dass wir manchmal nicht wirklich das Wesen des Christentums verstehen. Hätte man im Jahr 999 an eine bevorstehende Apokalypse geglaubt, wäre die kollektive Reaktion nicht immer Angst gewesen, sondern Erwartung. Mit Christus vereint zu sein, war etwas, wonach sich die Menschen damals durchaus gesehnt haben. Natürlich mutet die Apokalypse des Johannes gruselig an, aber sie richtet sich gegen all jene, die Christus nicht annehmen. Jeder Christ hat natürlich damals empfunden, auf der richtigen Seite des Zauns zu stehen. Ein Beispiel. Adelheid von Burgund war eine berühmte Frau. Sie sprach fließend mehrere Sprachen und ihre Frömmigkeit und Gottergebenheit waren berüchtigt. Doch noch bekannter war ihr Einsatz für die Mittellosen und Armen und darum wurde sie nur 96 Jahre später, nach ihrem Tode, heilig gesprochen. Sie, welche die Königin von Italien war, heiratete den fränkischen König Otto I. und schaffte damit die Voraussetzungen für das zukünftige deutsch-römische Reich.
Adelheid war im Jahr 999 gestorben, genau genommen am 16. Dezember. Also nur 2 Wochen vor der angeblichen Mitternachtsmesse von Papst Silvester, der die berühmte Herrscherin Mater Regnorum nannte, die Mutter der Königreiche. Odilo von Cluny schrieb unter dem Titel Epitaphium Adelheide einen ehrerbietenden Nachruf auf die Monarchin. An einer Stelle beschreibt er die sterbende Kaiserin nur wenige Tage vor ihrem Tode. Als aber das 1000. Jahr der Fleischwerdung des Herrn herannahte, sagte sie, voll Verlangen, den Tag, der keinen Abend kennt, in den Vorhöfen des Herrn zu sehen, häufig mit dem Apostelwort: Ich sehne mich danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein. Das ist, wie damals viele Christen über den Tod dachten. Hier ist nichts zu spüren von einer Angst vor dem Weltende, das angeblich die Leute 2 Wochen später gefürchtet haben. Im Gegenteil, der Tod wird als eine Aussicht auf die Vereinigung mit Gott gesehen und entsprechend angenommen. Odilo von Cluny übersieht auch nicht, dass dies erst 999 Jahre seit Null waren und dass das 1000. Jahr erst jetzt beginnen wird, aber das nur am Rande. Es gibt keine Aufzeichnungen über Panik und Angst in 999, kein Chronist schreibt darüber. Ob es im Jahr 999 dennoch ein paar Leute gab, die einen Kalender zu benutzen wussten und in diesen letzten Wochen des Jahres über einem Bier am Stammtisch darüber gebrütet haben, ob am 1. Januar 1000 die Welt untergeht? Ich bin sicher, dass es sie gab. Weil die gibt es offensichtlich am Ende eines jeden Jahrtausends. Dagegen scheint auch kein Internet zu helfen. Bei Will Durant kann man diesen Absatz lesen. Ihre hochgehenden Pläne und die lebhafte politische Bewegung in der Welt um sie herum zeigen, wie wenige Christen die Prophezeiungen des Weltuntergangs im Jahr 1000 ernst nahmen. Zu Beginn des 10. Jahrhunderts hatte ein Kirchenkonzil verkündet, dass das letzte Jahrhundert der Geschichte seinen Anfang genommen habe. An seinem Ende teilte eine kleine Minderheit von Christen diesen Glauben und bereitete sich auf das jüngste Gericht vor. Die große Mehrheit fuhr in ihrer gewöhnlichen Lebenshaltung fort, arbeitete, spielte, sündigte, betete und bemühte sich, über das Greisentum hinauszuleben. Keine Anzeichen deuten auf eine panische Angst oder auf eine größere Zahl von Geschenken an die Kirche im Jahre 1000 hin. Falls diese Information korrekt ist, gab es 100 Jahre zuvor, also am Beginn des 10. Jahrhunderts, Leute, die ein solches Weltenende geweissagt haben. Doch 100 Jahre später schien es kaum noch jemand zu beschäftigen. Allerdings muss man hier eins berücksichtigen: Apokalyptiker gab es seit es die Evangelien gab. Das Christentum war stets durchdrungen mit allerlei Predigten und Ekstatikern und selbsternannten Propheten, die im Namen Christi etwas heraufbeschworen haben. Und wenn sie den ansässigen Adel und die Kirche nicht direkt angegriffen haben, ließ man sie auch gewähren. Das Neue Testament ist letztendlich eine dankbare Quelle apokalyptischer Ankündigungen, doch schlau genug verfasst oder erfasst, um kein konkretes Datum zu nennen. Zwar glauben die Menschen bei fast jedem runden Datum, die Welt werde untergehen, doch diesmal gab es eine sehr mächtige Verstärkung der üblichen Gerüchteküche. Ja, die Offenbarung des Johannes. Dort finden wir im 20. Kapitel die ominöse und berühmte Formulierung: Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche ist der Teufel und Satan, und band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und versiegelte obendrauf, dass er nicht mehr verführen sollte die Heiden, bis das vollendet würden 1000 Jahre, und danach müsse er loswerden eine kleine Zeit. Und etwas weiter heißt es: Und wenn 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satanas loswerden aus seinem Gefängnis und wird ausgehen, zu verführen die Heiden an den 4 Enden der Erde, den Gog und Magog, sie zu versammeln zum Streit, welcher Zahl ist wie der Sand am Meer. Heavy, man, heavy. Doch es wäre nicht die Bibel, wenn sie nicht gleichzeitig Passagen aufweisen würde, die dem widersprechen. Vor allem dem Evangelisten Markus lag das Ende der Welt am Herzen. Bei ihm sagt Jesus zu den Jüngern, während sie da sitzen und auf den Tempel von Jerusalem blicken: Siehst du wohl allen diesen großen Bau? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Christus erklärt nicht, wann die Apokalypse stattfindet, sondern benennt nur etwas vage die Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, damit sie stattfindet. Jesus erklärt unter anderem: Und das Evangelium muss zuvor verkündigt werden unter alle Völker. Sprich, solange nicht jeder auf der Welt das Angebot erhalten hatte, sich dem Christentum zuzuwenden, solange kann die Apokalypse nicht stattfinden.
Denn die Apokalypse ist in erster Linie ein Richten über alle Menschen, die Rückkehr Christi und die Abrechnung mit jenen, die das Evangelium nicht angenommen haben. Wie gesagt, es ist die Bibel. Die Interpretationsmöglichkeiten sind endlos. Aber man kann nur anhand dieses einen Satzes auch verstehen, warum gute Scholastiker im Mittelalter eher das Gefühl hatten, die Apokalypse ist noch weit genug weg. Denn wichtiger ist die Mission. Jesus liebte alle Menschen und so muss man allen Menschen die Chance geben, das Evangelium anzunehmen. Und am Ende des 10. Jahrhunderts, am Vorabend des Jahres 1000, herrschte doch vielmehr die Gewissheit, dass es in allen Richtungen noch eine Menge Heiden gab, die zu bekehren es galt. Ob mit Liebe, mit Geschenken oder mit dem Schwert. Ergo, jegliches Gerede über die Apokalypse war verfrüht. Somit gilt für das Mittelalter exakt dasselbe Problem wie für unsere Gegenwart. Das Gerede über den Weltuntergang geht zumeist von den Ungebildeten aus und von den verbohrten Holzköpfen, an denen jede rationale Erklärung scheitert. Ja, viel freundlicher kann man das leider nicht sagen. Doch das Gerede über den Weltuntergang geht auch von den extrem Schlauen aus, von denen, die wissen, wie man aus der Dummheit anderer Kapital schlägt. Und die Geschichte ist letztendlich voll davon. Und werden auch damals ein paar Trickbetrüger und Gaukler versucht haben, die Leute mit Angstmache zu verwirren? Ich bin sicher, dass das häufig vorkam. Warum hätten die Menschen damals allzu besser, als die Menschen heute sein sollen? Doch die eingangs gestellte Frage war, ob Gerbert d'Aurillac, alias Sylvester II., in irgendeiner Form an dieser Weltuntergangshysterie teilgenommen hatte. Die Antwort wiegt sehr schwer in Richtung von Nein. Viel faszinierender finde ich, dass man bis zu diesem Jahr, bis zu diesem 31. Dezember, das Jahr so geschrieben hat. Und ab dem 1. Januar schrieb man es endlich so. Das hat zwar nichts mit dem Thema zu tun, aber ich dachte, ich streue es einfach mal ein. Papst Silvester II. Hat übrigens große Pläne für die Zeit nach 1000. Zusammen mit dem jungen deutschen Kaiser Otto III. Hatte er eine Strategie ausgeheckt, die unter dem Begriff Renovatio Imperii Romanorum bekannt wurde und das nicht geringe Ziel hatte, das Römische Reich mit all seiner antiken Ausdehnung auferstehen zu lassen. Diese Leute hatten keine Zeit, über Weltuntergänge nachzudenken. Diese Leute hatten Großes vor. Leider verstarb Silvester II. Nur 2 Jahre später in Rom. Doch seine und Adelheids Vision von einem heiligen römischen Reich mit deutschen Kaisern auf dem Thron sollte im Verlauf der folgenden 150 Jahre Wirklichkeit werden. Dass nun durch Jahrhunderte diese Legende von der Mitternachtsmesse 999 und den zitternden, bibbernden, betenden geisterte, ist allerdings nicht zufällig. Diese Geschichte reiht sich in einen ganzen Kanon aus Erzählungen um Silvester, der in der Tat eine der faszinierendsten Gestalten seiner Ära war. Und damit kommen wir zu der interessanten Frage, wer war Silvester II.? Doch das sollte vielleicht einen eigenen Clip füllen. Professor Thomas Prügel weist darauf hin, dass relativ bald nach Silvesters Ableben seine politischen Gegner bemüht waren, ihn in Verruf zu bringen. Es gibt in der Tat eine ganze Reihe aus Geschichten und Legenden, die über ihn erzählt werden. Inklusive des Klassikers, dass er Satanist gewesen sei und die Nähe von Hexen suchte. Natürlich, was sonst. Doch es hieß auch, er hätte einen magischen Bronzekopf gebaut, der alle Fragen beantworten konnte. Es gab auch die Bewunderer, die nicht minder viele Legenden in seine Biografie einzuschleusen versuchten, wie zum Beispiel, dass er arabische Zahlen anstelle der römischen in Europa eingeführt hatte. Doch die Ziffern, wie sie heute uns vertraut sind, wurden erst 200 Jahre später durch ein Buch von Leonardo Fibonacci langsam salonfähig. Wahr ist allerdings, dass Silvester II. Eine sehr gute Kenntnis vom arabischen Zahlensystem hatte und dass er in seinen eigenen Arbeiten bemüht war, arabische Zahlen in Europa populärer zu machen. So viel also ergaben meine eigenen Recherchen zu dem Thema. Ich hatte viele Jahre geglaubt, die Geschichte mit Silvester II. Und der Mitternachtsmesse um 999 sei ein erwiesener historischer Fakt. Doch dem ist nicht so. Und zum Abschluss noch eine Reflexion, die ich gar nicht oft genug betonen kann. Unser Blick auf das Mittelalter ist heute sehr getrübt durch einen Schleier des Barocks. Und das ist nicht nur meine Meinung, das ist etwas, das mich aus all den Büchern, die ich hierzu gelesen habe, unentwegt anschreit. Viele der düsteren Vorstellungen, die wir mit dem Mittelalter verbinden, reflektieren Ereignisse, die in Wirklichkeit aus der Renaissance und dem Barock stammen.
Und so findet man auch die größte Dichte an historischen Ereignissen, die mit dem Glauben an einen kommenden Weltuntergang einhergehen, im 16. Jahrhundert. Und aus dieser Zeit stammen auch die ältesten Erwähnungen einer apokalyptischen Mitternachtsmesse am 31. Dezember 999. Wir können also mit der Erkenntnis schließen, dass es eine Menge Apokalyptiker im Mittelalter gab und dass einige von ihnen sicherlich auch das Jahr 1000 und auch das Jahr 1033 für sich beansprucht haben. Doch scheint es hierbei eher eine ununterbrochene Linie aus Terminen zu geben, die vom Mittelalter durch die Renaissance und das Barock bis in unsere Zeit reichen. Oder anders gesagt, Wirrköpfe gab es damals genauso, wie es sie heute gibt. Die Angst vor dem Weltuntergang, gepaart mit gleichzeitiger Lust am Weltuntergang, scheint von der christlich-abendländischen Kultur nicht zu trennen zu sein. Etwas, das wir heute mehr als genug beobachten können. Doch ein gebildeter Mann wie Silvester II. Hatte an diesem Getue weder partizipiert, noch hatte er versucht, es in irgendeiner Form zu instrumentalisieren. Ich werde mal ein Video nur über Gerbert von Aurillac machen. Ein extrem interessanter Mann und eine schillernde Figur seiner Zeit. Ein progressiver Wissenschaftler und ein sehr politischer Papst, der davon überzeugt war, dass eine Sachsenfamilie über die ganze Welt herrschen sollte. Ein spannendes Thema also. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich werde mich freuen, wenn du dieses Video likest. Und solltest du meinen ganzen Kanal submitten, sprich abonnieren, wird es bei mir frenetische Ausbrüche der Euphorie auslösen. Also like mich, submitte mich. Das haben wir nur aus der Sprache gemacht. Und zuletzt, sei neugierig, lies Bücher, lasse dich nicht polarisieren.